Und Sabu. Arabian Facebuster. ECW Legend. Er hatte schon den World Champion, den, aber nur ECW Television Champion. Er war immer bei ECW. Immer mit körperlichem Preis verbunden. Und so. Immer mit Dings auf. Oh, fängt schon so geil an. Und so ein Main Event bei SmackDown. Ne? Und das 2007. Oh. Obwohl 2007 geht's ja noch, da war Ric Flair noch dabei. Ja, stimmt. Der Richard Flair. Aber Bret Hart nicht mehr. Bret Hart, denn. The Hitman. Oh, was hat denn der für ein Intro? Boah, ich weiß das alles gar nicht. Aber hier ist doch, Boogie ich weiß, bei WWE 13 ist... erstmal das zersplitternde Glas. Erstmal Stone Cold Steve Austin. Schind auf der Jacke. Susa. Was ist das denn? Stone Cold Steve Austin. Ach so. Normal steht aber Austin drauf. Also bei WWE 13 steht da Austin drauf auf der Jacke. Ja, noch, da ist ja ein bisschen... Da außen hat man gerade gesehen, steht noch... stand schon Richard... Ric Flair. Ich finde so geil, dass der eigentlich Richard Flier heißt. Das muss ich immer. Naja. Und. Ah, stimmt, ja. Der hat auch ein geiles Titantron an, das Video. Ja. The best there is, the best there was, the best there ever will be. From Calgary, Alberta, Canada, weighing 234 pounds. Also, er ist auf jeden Fall bei. Batista waren es wirklich 200. Ja. Ah, der Mick Foley, wie er so geil grinst. Ja, ist so geil. Have a nice day. Aus Long Island. Wie der Long Island Ice. Ja, Zack Ryder. WWE war Champion. War der Hardcore Champion? Doch. Stand da nicht dabei? Stand nicht dabei, der war aber oft Hardcore Champion. Ich glaube, der Einzige, der öfter war, war Raven. Er war Mann des Jahres oder was? Ich konnte nicht so schnell lesen. Keine Ahnung. Aber er war ja unglaublich beliebt, der Mick Foley. Ja. Zu Recht. Wieso? Was, der war ziemlich unbeliebt. Beliebt? Ah ja, gut, das passt. Ich hab dich... Nee. Oh, hier, Bret Hart. Was ist das jetzt? Normales Triple Threat? Normales Triple Threat. Um den World Heavyweight Championship. Ja, Ric Flair ist dirty, Stone Cold ist ein Brawler und Bret Hart ist ein richtiger Submission-Spezialist. Also Ric Flair, der kann halt wirklich auch so Moves wie den hier so einfach einrollen, aus dem den zwischen die Beine schlagen und so. Bret Hart hat fast schon den Finisher. Ja, Bret Hart ist halt gut. Und jetzt kommt er wieder mit so einem... Bleibt einfach ein bisschen stehen. Ja. Super. Tja, so kriegt er den Finisher nicht hin. Ric Flair mit einem schönen Suplex-Konter. Muss man sagen, dann ist die Grafik bei WWE 13 dann doch besser. Quatsch. Das Spiel ist von 2000. Aber dafür ist hier dieser General Manager Mode richtig geil. Ja, der ist... Dirty Diva steht da hinten im Publikum. Ja, das ist Ric Flair. Ach so, okay. Glaube ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Passt zumindest, weißt du so. Passt, ja. Er ist ja dirty. Also. Das ist bestimmt Steve Austin, Dirty Diva. Aber von der Farbe her müsste es, hier, schau, die stimmt, Kleider, Bret Hart. Bret Hart sein. Übrigens, Bret Hart hat seinen Finisher und speichert ihn nicht. Jetzt hat er ihn gespeichert. Jetzt hat er ihn gespeichert, ja. Also sehen wir gleich Sharpshooter. Nee, ich glaube, hier wird er dann nicht gespeichert, sondern bringt dann wirklich nur diese besondere Fähigkeit. Also er kann. Ah, okay. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ist ja auch egal. Wir spielen ja nicht, wir schauen ja nur zu. Wir schauen nur zu. Komm, räum mal den Kommentatorentisch auf, an dem keiner sitzt. Das wäre cool. Das geht ja hier auch, oder? Ja. Und wenn man dann einen Finisher hat, kann man auch einen Move machen. Dann springt man, dann geht jeder auf die Kante und springt dann von hier von der Ringkante auf den Kommentatorentisch. Ja, das hat bei mir Kane mal gemacht. Zack, gegen den Undertaker. Ich finde Ric Flair eigentlich saugeil. Der hat's echt drauf. Der hat sie nicht mehr alle. Ja, das auch. Jetzt sind wir zusammen mit dem Mist da rumtanzt. Was machen sie denn jetzt? Die laufen im Kreis. Ja, wie das halt so ist. Chillen ganz hart. Die schauen sich einfach böse an. Ja, das sind drei Legenden. Die haben... Ja, die haben nichts mehr drauf. Die sind alt. Der Beste was der Beste. Das hat er gerade gesagt. Oh, der erste Aufgang. Hier, da ist das Rauskommen auch nochmal ein bisschen komplizierter irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, aber ich muss es ja auch nicht können. Zum Glück. Ja, jetzt ist er rausgekommen. Bam!
Immer mitten in die Fresse rein. Ich freue mich. Boah, Steve Austin geht auf das oberste Ringseil. Und das ist auch geil. Und hier hat einen Move gemacht. Und dann wurde er von... Und Ric Flair fickt ihn. Und Steve Austin hat jetzt gar keine... Guck mal, gar kein Dings mehr. Tatsache, oh Gott. Wie geht das denn? War wahrscheinlich, weil er sich gefreut hat und dann aber rausgehauen wurde. Und das ist halt... weißt du, das ist so... Das ist ja schade. Ich hätte jetzt gerne den Stunner gesehen. Der kommt bestimmt noch irgendwann. Weißt aber du nicht, ist irgendwann in dem Let's Play vielleicht. Ja, aber... So Cold ist gerade irgendwie echt schlecht, oder? Ja, das heißt echt schlecht. Ich meine, der kämpft hier gegen Ric Flair und Bret Hart. Ja, gut. Gegen den harten, gegen das harte Brett. Da hat er sich gut rausgekontert, ne? Ja. Und nochmal rausgekontert. Bam! Und ordentlich, oh. Steve Austin weicht da aus. Into the headlock. Oh, jetzt geht's. Aus dem Ring raus. Oh nee. Auf die Seile. Und hui. Das ist auch cool, ja. Ja. Und immer stärker und stärker. Danke. Und irgendwann wird er dann halt müde und muss halt los. Gleich gibt's Spiegelei. Ja, Bret Hart kann gar nicht mehr. Ja, der hat jetzt halt. Oh, wow, aber haut Ric Flair einfach mal um. Wo er total im Arsch ist. Das ist auch geil. Also Bret Hart ist der noch steht. Oh, ist das. Das ist, dürfte nicht der Finisher sein. Na, Ric Flair kommt raus. Er ist ja noch nicht wirklich angeschlagen oder so. Nee. Geht, auch wenn man es hier nicht so richtig sieht. Ich glaube, Bret Hart ist noch komplett fit. Ich glaube, Ric Flair hat irgendwas am... Ich glaube, Stone Cold ist schon gelb. Ja, Ric Flair dürfte auch gelb sein am Körper. Oh, Stone Cold ist sogar schon orange. Bret Hart steht jetzt wieder relativ kurz vorm Finish. Ja. JBL hat gerade gesagt, damn, I don't want this match to end. Ist schon mal gut für deine Show. Ja. Ah, Ric Flair ist ja Ric gelb. Flair, der war vorher auch schon gelb. So. Echt? Ich glaube, der ist dran. Nee, der ist vorher, war vorher auch schon gelb. Jetzt bearbeitet da ein bisschen das Bein von Ric Flair. Kriegt dann selbst eins in die Fresse rein. Ich esse die Boston, der jetzt auch. Oh, Luthes Breath. Das macht normalerweise Steve Austin immer sehr gerne. Und jetzt kommt der Finisher vielleicht. Wenn er macht. Von Bret Hart. Ich würde jetzt gerne einen Finisher sehen oder überhaupt irgendwas. Ja, das wäre. Stimmt. Das war kein Finisher. Nein. Das war kommt auch keiner. Der kommt noch. Jetzt? Nee, das ist auch Luthes Breath wieder. Ja. Jetzt ist er ich weg. Glaube, Ric Flair hat einen gelben Schädel. Echt? Ja gut, es wird jetzt zweimal mit der Faust auf seinen Kopf eingeschlagen. Ja, stimmt. Das ist dann normal. Attitude Adjustment. Ja. Stimmt. Nee, da heißt er sogar noch FU. Aber es hieß ja noch FU, ja, das kann sein. Ja, der hieß ja. Ich finde immer... Oh, hier. Ja. Ist doch von Sheamus, White Noise. Geht doch auch so, ne? Nee, White Noise ist anders, hinten, der ist nach hinten. Ja. Ric Flair greift ins Leere. Ja, Bret Hart momentan am Dominieren. Hier ist mit Abstand der Beste. Aber ich glaube, nee. Hier aber, verhindert Ric Flair nochmal alles. Cold, aber das war er schon, ne? Ja, Bret Hart ist noch komplett fit. Und Bret Hart hat wieder seinen Finisher. Und Stone Cold hat jetzt der gute Richard Flair. Schädel. Was, die Boston hat gar keine Chance eigentlich. Ja, ist irgendwie... So langsam müsste Bret Hart dann wirklich dann doch mal einen Finisher zeigen. Oh, jetzt kommt er, jetzt möglicherweise. Ist das der Finisher? Es kann sein. Ich habe leider keine Ahnung von... Ich leider auch nicht, aber ich glaube, das war er. Ja, hat der einen Piledriver als... Kann sein, also ist auf jeden Fall... Jetzt ist der... Also er hat auf jeden Fall den Aufgabengriff, aber... Den Sharpshooter, jawohl. Ja. Oder heißt er bei Bret Hart anders, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Was kommt jetzt? WTF. Das ist ein Aufgabengriff. Das ist halt... Aufgabengriff jetzt, ja. Er kommt raus. Oh, Ric Flair ist schon draußen, ja. So, und jetzt sehen wir gleich einen Stunner, oder auch nicht. Bestimmt nicht. Bei paar 200 Millionen sehen wir einen Stunner. Ui, Ric Flair hat Finisher. Oh ja, sehr schön. Und jetzt macht er... Und? Er hat ihn hochgehoben und dann den Blick gewechselt und dann, er hat ihn gespeichert. Und hat jetzt eine Mülltonne da. Ja, er hat schon wieder den Finisher. Ja, jetzt macht er Dirty Move. Wisst ihr, jetzt hat er da hinten die Ringecke abgemacht, die Abdeckung. Und hat auch dafür Punkte dazu bekommen.
Und ja, es ist auf jeden Fall sein ja, Finisher. Ja, es ist der Finisher, ja. Und wieder ein Piledriver von Bret Hart gegen Steve Austin. Der hat jetzt gar kein Geist mehr drin. Der Steve Austin. Orangenen Schädel und orangenen Bauch. Keine Chance mehr. Ich glaube, hier kann man auch aufs Seil werfen jetzt. Wenn ja, der praktisch, wenn er ihn rausschmeißt, dann eine Aktion gegen Austin und dann der Pin-Versuch, aber er lässt ihn drin. Ric Flair ist aber auch stark angeschlagen, orangenen. Ja, nur Bret Hart, der ist noch komplett fit. Bret Hart ist noch. Ich gehe stark davon aus, dass Bret Hart dieses Match machen wird. Ja, Bret Hart wird wohl der neue World, oder was heißt der neue? Der erste World Heavyweight Champion. Das kann gut sein. Aber ui. Austin jetzt mal mit einer Aktion hier. Jetzt pinnt Austin gewinnen. Gegen den Hitman, das wäre sehr unwahrscheinlich. Wäre sehr unwahrscheinlich. Aber es wäre cool, wenn er jetzt wenigstens noch den Stunner hinbekommen würde. Oh, noch ein Headlock. Aber Ric Flair unterbricht den Spaß. Er versucht es, aber er schafft es nicht. Wenig hin, ja. Jetzt aber, jetzt ist es unterbrochen. Oh, das ist so geil. Ja. Das ist oh, er hat seinen fiesen Move benutzt. Ja, jetzt Low ist Blow. Bret Hart, gell? Ihr seht, das ging jetzt durch die Mülltonne. Ja, Low Blow gegen Bret Hart. Und jetzt, oh, den Ringrichter als Schutz ist auch immer cool. Der ist jetzt erstmal, oh, jetzt können Waffen eingesetzt werden. Ja, der Ringrichter ist im Arsch. Steve Austin geht erstmal auf die... Yeah. Oh, das könnte jetzt wieder sein ganzes Dings kosten. Aber kostet es nicht. Aber der Sprung hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Nee. Das ging auch schief. Textbook Reversal. Ah, Lutes Breath. So sieht's aus, typischer Austin. Und das ist jetzt auch fast der Finisher für Stone Cold. Noch ein Tritt und dann hat er... aber den macht er nicht. Er chillt erstmal hart. Kaffeekränze mit dem Referee. Was machen sie denn jetzt hier? Jetzt schaut Steve Austin zu. Komm, jetzt kommt auf! Oh, Austin. Oh. Er benutzt wieder den Referee hier und schmeißt ihn wieder auf den Boden. Das ist aber relativ egal. Austin soll seinen Finisher zeigen. Ich will nur den Stunner sehen. Den Stunner. Und jetzt kann er Stunner. Ja! Nee, jetzt kommt Bret Hart wieder mit einem Aufgabegriff. Ja, Bret Hart ist halt Aufgabegreifer hier. Aufgabegreifer. Aufgabegreifer. Jetzt hat er es. Das heißt, es gibt keinen Stunner. Ja, andere benutzt. Aber nach dem Lutes Breath hat er ihn fast schon jetzt wieder. Jetzt ist er. Sag ich übel. So, jetzt hat er übel Power oder was? Ja. Jetzt erst noch was. Ja, es ist. Ric Flair. Jetzt ist aber Bret Hart auch schon orange am Körper, ne? Ja, gut. Hat das jetzt einiges abgekriegt. Oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt er raus, oder? Ja, wahrscheinlich, wie es aussieht. Er ist ja jetzt super stark, oder was? Nee, das war. Stone Cold hat einen roten Kopf. Jetzt ein Comeback von Steve Austin. Aber was? Jetzt kommt der Finger vor, oder? So ja, heißt Finger so. Vor, Leg Drop. Leglock. Leglock, Leg Drop wäre ein bisschen komisch. Dann bin ich mal gespannt, ob es das jetzt ist. Ich glaube, Austin greift jetzt das ein, oder? Könnte sein, die sind doch offen. Er ist rausgekommen. Nee. Doch, er ist direkt rausgekommen. Nein. Der hat den nur noch verstärkt. Siehst du? Ach so. Und Steve Austin kann gar nicht angreifen irgendwie. Er ist rausgekommen. Er hat ihn nicht verstärkt, er ist rausgekommen. Sofort? Ja. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist super komisch. Steve Austin ist jetzt ja total im Arsch. Ja, er hat. Okay, Ric Flair hier hart im Pech. Aber das war scheiße. Jetzt schauen Sie sich einfach nur ein bisschen an, wie es die Legenden halt so machen. Also, es hat sich jetzt alles noch ein bisschen verändert, ne? Ja, Bret Hart kriegt immer mehr volles Kind aus dem Maul. Wieder dieser Headlock. Und bringt dann wieder einen Submission Hold. Austin schafft es auch, das Ding wieder. Austin ist nur da, damit. Also, ich hoffe, dieses. Damit wir auf einen Stunner hoffen können. Ja. Jetzt bekommt Flair wieder in die Fresse. Ja, bei Austin wissen sie, da müssen sie nichts mehr machen. Der ist der ist kaputt. Ja. Und das was stimmt. Kommt jetzt? Ui, jetzt hat er einen roten Körper. Jetzt ist komplett vorbei. Und jetzt kriegt das er ist noch doch mal richtig asozial. Jetzt noch mal was ab. Und jetzt kommt, jetzt macht er seinen Finisher. Das wäre doch jetzt cool. Oh. Jetzt schmeißt er ihn an. Nee, er setzt ihn wieder da drauf. Er sollte ihn aus draus schmeißen, dann einen Pin an Austin machen. Dann hat er gewonnen, der Ric Flair. Die wollen nicht gewinnen. Die wollen, dass wir ein schönes Match zu sehen.